imposante Kratzbürste. Bis daher und nicht weiter, hat er mich verdatscht. Wie kommen Sie dazu, in meinem Haus vor mir so eine Nummer abzuziehen? Irrsinnig. Die beiden Nebenspalten Karikaturen finden Sie irrsinnig. Wenn dir etwas passierte. Als einfühlsame Charakterdarstellerin blieb Stefanie Glaser ebenso gefragt. Aber du weißt ganz genau, was mir die Bühne bedeutet. Weil die Einbrecher haben ja gemeint, bei uns bei der Kultas... Ich sag's nicht, um dich zu plagen. Musst du die Taxichauffeure. Aber du bist nicht komisch. Du bist ganz der Papa. Der hat auch immer seinen Kunden können die besten Witze erzählen, aber es hat einfach niemand gelacht. Im Spielfilm Komiker erklärte sie Beat Schlatter den Tarif. Und wurde im Kinoaltersheim noch einmal zum intensiven Streitobjekt zweier Gockel. Weißt du überhaupt, was Anstand ist? Das ist jetzt doch schon der vierte Tag. Moment. Weißt du was, Bürstli? Hey. Du kommst mir langsam auf den Wecker. Musst du nicht meinen, wie du eine Uniform hast. Müde ist eine große Schnur. Komm mal, komm. Mit 86 Jahren spielte sie ihre erste Hauptrolle in einem Kinofilm. Die Herbstzeitlosen belegen nach Rolf Lissis Die Schweizer Macher den zweiten Platz in der ewigen Bestenliste des Schweizer Films. Sehr schön. Und Dali, ich höre es nicht. Spitzli sind gut verleiht. Das da hier, das war schon besser. Aber du siehst, da geht man direkt durch die Blumenwurst durch. Das kannst du nicht machen. Da. Mit diesen Blümchen da oben drauf. Und Nähte da, die Ausnäher, sie viel zu neu gefunden bei denen. Also das müssen wir unbedingt noch füttern. Und hier spielt so nicht das, wo etwas hat. Und von dem da. Von dem da oben. Die Stoffe sind aber recht teuer. Seid ihr sicher, dass er so viel weht? Wir machen ein eigenes Lingeriegeschäft auf. Für ihre Rolle als Martha Jost erhielt sie einen Privalo und den Swiss Award in der Kategorie Kultur. In Locarno wurde sie 2006 mit einem Spezialleoparden für ihr Lebenswerk geehrt. Einen Oscar habe ich gehabt. Dima? Dima hat einen Oscar gehabt. Und ich muss sagen, so zurückdenkend und heute bin ich zufrieden.